Hallo und schnurzlich willkommen zurück bei Staxel. Hi. Jetzt hier nach einem frischen Relog mal wieder. Ich hoffe, bei dir stimmt der Ton jetzt wieder. Ja, ich habe hier Laufton. Sehr gut. So, wir immer noch auf der Suche nach Zimmer 108. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Film Room 1408. Das erinnert mich so gerade ein bisschen dran. Der Raum ist irgendwie weg. Keiner, wo er weiß, wo dieser Raum ist. Ich bin kein Room 1408. Das ist so ein Psycho-Thriller, irgendwas ist das. Ja, jetzt ist Feierabend. Also was für mich. Er ist gut, muss ich gestehen. Ne, wir haben noch ein Dach. Er ist gut, muss ich gestehen. Also mir gefällt er. Ist es ein Film oder? Das ist ein Film, ja. Kinofilm. Raum 1408 heißt der. So ein bisschen was Geisterfilmmäßiges. Also was für mich in dem Moment. Wenn du es gerne guckst, ja. Ja, Geisterfilm, ja. Kannst Hallo, du dir ich mal. Ich habe ihn zum Beispiel hier auf DVD. Ich fand ihn gut. Der kam damals, glaube ich. Ich würde sowieso irgendwann mal nach Februar, so Ende Februar, wollte ich eh wieder mal zu dir runterkommen, übers Wochenende. Mhm. Hatte ich mir so vorgenommen. Da können wir den ja mal reinschmeißen. Und dann können wir auch nochmal Logic Zero mal wieder weitermachen. Oh ja, das müssen wir auch mal wieder weiter zocken. Auch wenn es eine komische Kameraeinstellung sein wird. Ich laufe hier gerade übers Dach, aber ich finde einfach keinen Raum 108. Hier oben ist ein Glühwürmchen im Glas. Ich verstehe. Ein Glühwürmchen im Glas. Was haben wir denn noch eins? Da ist noch eins. Ich will hier rein. Ein Glühwürmchen. Hallo! Hi! Guck hier, ein Glühwürmchen im Glas. Hier ist auch eins! Also ich weiß per Du nicht, wo wir diesen Raum 108 suchen oder finden sollen. Wenn ihr das wisst, liebe Zuschauer, dann sagt doch bitte Bescheid, weil wir sind hier gerade so ein bisschen überfordert. Vielleicht ist dieser Raum auch irgendwie voll versteckt. Oh, sehe ich das richtig? Ja, 30 Blütenblätter. Huhu. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das hier irgendwie der ganze Raum sein soll, hier oben. Oder das hier. Weil hier ist ein Sofa. Hier sieht das so ein bisschen aus, als wäre hier so ein Raum mal gewesen. Aber hier ist ja kein Schild, wo man sieht, okay, das war mal ein Raum. Okay, hier oben, das ist schon mal kein Raum. Ich hab mal abgebaut. Was? Wie kannst du? Ich hab hier oben mal ein Loch gemacht. Ich wollte halt mal wissen. Was verbirgt sich hinter diesem Fenster? Ja, ich habe doch gerade eben reingeguckt, da ist nichts. Einfach nur ein leerer Raum oder... Nee, doch, hier ist was, guck mal. Hä, wo? Alter! Wow. Was? What the fuck? Hier sind einfach mal voll die Kisten. Gold. Aber was für ein Raum ist das, weiß ich nicht. Goldhaufen. Ich nehme die Goldhaufen mit. Mach das. Die kommen bei uns ins Haus, dann sind wir reich. Oh, hier mal wieder. Oh, vielleicht kann man die verkaufen. Vielleicht gibt es da viel Geld. Gucken. Ich baue mal hier wieder zu. Aber ich will doch raus vorher. Ich gehe direkt mal gucken. Jetzt mal vom Dach springen. Aber wo ist der letzte Raum? Das ist doch seltsam. Keine Ahnung. So, Goldhäufchen und großes Goldhäufchen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Muss man googeln. Alter, 3300, und? Also 300? 300, nee. Ach egal, ich bin zu faul zum Rechnen. Also die großen Goldhaufen geben 600. Jetzt bin ich bei 14.000. Das heißt, wenn jetzt wir mit zusammenlegen würden oder könnten... Könnten wir uns einen Sprinkler kaufen. Problem ist, wir können nicht zusammenlegen. Das vermisse ich auch so ein bisschen, sowas. Ja. Was bringt denn... Was? Die drei großen Tische, diese drei großen Blütentische, die bringen 6.900. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man die verkaufen soll, weil ich glaube, da fehlt doch noch irgendwo irgendwas. Ja, das Problem ist aber... Wir finden den letzten Raum nicht. Wo ist dieser verdammte letzte Raum? Liebe Leute, wenn ihr das zufälligerweise wisst,
dann meldet euch bitte, weil wir sind komplett überfordert. Ich weiß nicht, wo der letzte Raum sein soll. 108 suchen wir. Ja, genau, der Raum 108. Keine Ahnung, wo der sein soll. Hm? Hast du es gefunden? Kennt fein Blumen. It's outside. To the right as you exit the mansion. Was? Rechts? Ach komm! Was? Das hier? Tatsächlich. Eine Feenlampe und ein Sofa fehlt. Ach komm, ey. Bitteschön. Oh, da ist sogar noch eine Kiste. Ach Mensch, ey. Ich dachte, das wäre einfach ein stinknormaler Raum. Okay, ein Feendingens. Ja, und wo soll ich jetzt allerdings diese Feenlampe und das herkriegen? Es ist innen ja nichts mehr. Weil die ganzen Feen, die ich ja jetzt gefunden habe, die haben ja immer nur diese dämlichen Tische gegeben. Und was kaufen? Hat gefehlt? Und was hat... Ich glaube nicht, dass man das kaufen kann. Was hat doch gefehlt? Eine Feenlampe und zwei... eine Feenlampe und ein Feensofa. Also die Tische können wir verkaufen, die brauchen wir nicht mehr, aber mir fehlen noch ein Sofa und eine Lampe halt. Uff. Nö, kann man nicht kaufen. Ja, sag ich doch. Das heißt, entweder irgendwo ganz versteckt sind noch welche, oder, was ich eher glaube, dass man Glück braucht, dass diese roten Feen das Zeug fallen lassen, das wir brauchen. Das kann gut möglich sein. Also, dass irgendwie zu, keine Ahnung, 40% Chance vielleicht die Feenlampe kommt, zu, keine Ahnung, 10% vielleicht das Sofa und der Rest ist vielleicht der große Tisch oder so, weißt du? Weil da muss ja der große Tisch gut Geld bringen, das ist eh scheißegal. Ja, aber wir brauchen dann halt länger, bis wir diesen Scheiß abgeschlossen haben. Und ich bin nur mal gespannt, ob beim nächsten Frühling das Gleiche nicht schon wieder ist. Ich denke mal, dass du es gleich nochmal machen musst, weil das wir alles wieder zurücksetzen. Ja, das wäre scheiße. Da hätte ich dann keinen Bock mehr drauf, weil ich finde, die Zeit ist ein bisschen knapp. Weißt du, wenn die hier... Wenn man zu zweit ist, ist es halt dann schon besser. Das Problem ist halt einfach nur... Derjenige, der das angesprochen hat, müsste dann auch die Viecher abgeben. Also. Genau, ja. Dass sich einer halt auf die Feen sammeln konzentriert und der andere dann halt die Sachen baut oder so. Ja. Wobei ich sagen würde, wenn das wirklich so ist, dass ich zurücksetze, dann machst du das Bauen eher und ich kümmere mich da um das Feenfangen. Ich renne doch eher mal durch die Gegend und mach sowas. Ich habe zwei Bienenköniginnen. Ich brauche jetzt noch ein Bienenhäuserchen. Keine Feen mehr am Start. Weil die sieht man ja eigentlich schon von weitem. Alter, mach nicht so ein Gepolter da drüber. Bei dir drüben? Ja, die Nachbarin wieder. Klang eben so, als hätte irgendwas gegen die Wand gehauen. Haben sie mich auch gehört, deswegen fahre ich. Ach, echt? Ja. Dieses Bang. Oh, rote Fee, rote Fee, rote Fee, rote Fee, rote Fee. Und freuen sich nicht über die rote Fee, wenn die mordig kommt. Yeah. Lustigerweise die einzige rote Fee, die ich gesehen habe, das waren die, wo ich erwischt habe, weil sie weg ist auf einmal. Mm. Und die, wo ich abgegeben habe. Das waren die einzigen zwei. Danach habe ich nie wieder eine gesehen. Aber endlich habe ich wieder Sound. Yay! Endlich haben meine Zuschauer wieder Sound. Ein saumäßiger Sound. Ach, guck mal, ich komme hier gerade an dem Erdloch vorbei, wo mal das Haus war. welches Haus?
Ich habe hier nie ein Haus gesehen. War nie ein Haus, niemals. Ich muss übrigens noch die Folge schneiden, wo ich das nicht vorhandene Haus abgebaut habe. Weil das Haus war ja nie da, also habe ich es auch nie abgebaut. Ja, stimmt. Ich sammle jetzt mal keine Fossilien ein. Du mit deinen Fossilien. Ich sammle jetzt mal keine ein. Ich muss erstmal zurück, ich muss die Fee abgeben, bevor es zu spät ist. Ja, weil ich glaube, ich werde keine mehr erwischen. Wo ist denn hier? Ich werde wahrscheinlich so schnell keine mehr finden. Auf einmal, oh, ich habe 2 Feen. Oh, 5, oh, 6, oh, noch eine, noch eine, noch eine. Weißt du, und willst gerade abgeben und schläfst dann irgendwie auf den Füßen dieser Königin ein. Ja. Naja, ist alles möglich, ne? Ein Glühwürmchen. Oh, ich hab noch eine. Dankeschön. Schnapp sie dir. Schnapp sie dir alle. Come catch you all. So, Olle. Wo ist sie, die Olle? Hier. Ich hab eine Fee. Gib mir mal was ich brauchen kann. Großer Tisch. Ich krieg nur die großen Tische. Okay, das nächste Mal müssen wir. Ich habe eine gefunden. Ja, beeil dich. Hallo, Ria. Wo bist du? Oh, guck, jetzt heißt es, du musst einen Angelplatz bauen. Jetzt kriege ich das Schild für einen Angelplatz. Möchtest du die Dinge haben für das Angelgestell und so? Diese Baupläne? Ich habe gerade die Fee hingeschmissen. Du hast sie auch schon aufgesammelt. Ja, gib mal her, ich mach das schon mit dem Bauen. Ja, da muss ich dir die Ding geben. Ja. Wollt ihr ja mehr bauen? Schon wieder großer Tisch. Ich krieg nur die scheiß Tische. Hä? erstmal die arme Frau hier platt drin. Jetzt bleib doch mal stehen. Ich kann das. Moment, geht das so? Ich kann dir das nicht geben. Ich kann das nicht ablegen. Dann baue es einfach dahin, wo du es hinhaben willst, und ich baue den Rest auf. Okay. Aber red erstmal mit Maximilian, bitte. Ja, ist ja gut. Hä? Was labert die mich denn jetzt an? Geh weg. Jetzt habe ich eine Blume gepflückt. Oh, ich sehe hier gerade was. Eine rote Fee. Nein. Dann. Eine Lampe. Eine Feenlampe. Echt? Ja. Auf dem Marktplatz. Stimmt, hier ist noch eine. Ich glaube, ich brauche nur eine. Aber ich brauche noch ein Sofa. Nee, eine Couch brauche ich noch. Eine Couch. Dass ich mich jetzt einfach aus einem anderen Raum nehmen kann. So. Ich brauche noch eine Couch. Sowas befindet sich hier nicht, ne? Nö. Ja, schade, dass man die nicht irgendwie aus einem anderen Raum nehmen kann. Nee, das geht nicht. Dann fehlt das halt da in dem Raum. So, was wollte ich jetzt zum Bürgermeister? Ja, ich will endlich mal eine Kühe haben. Miau. Und wir brauchen endlich die Kühe für den Dünger. Maxi, wo bist du? Schwing deinen Arsch hierher. Boah, der ist nie daheim, ey. Beziehungsweise, der ist nie im Rathaus. Ich weiß, wo er ist. Wo ist er denn? Der läuft gerade Richtung Gasthaus. Ah. Aua, da knallt er mir doch die Tür vor der Nase zu. So. Ja, ja, bla 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 bla. Oh, ich habe einen Briefkasten. Juhu. Soll ich die Kühe schon parken? Ja, bitte. Ich muss erstmal wieder unsere Bude suchen da hinten. Die irgendwie voll trostlos aussieht, weil das ganze Gras fehlt. Der Zaun fehlt immer. Oh Mann. Ja, und der Zaun. Das ist so traurig. Also ich hätte jetzt genug Kohle für eine Sprinkelanlage. Wenn ich die 6 Tische verkaufe, ich wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich. Und du hast übrigens deinen Briefkasten falsch rumgesetzt. Ja gut, wobei eigentlich nicht. Ist doch scheißegal. Ist egal. So, Kühe. Ach, Kuhfutter.
So, Kühe sind da. Ja, das sind das, wenn sie nicht fertig gekriegt haben. Die eine Kuh ist irgendwie, hat sich nach draußen gebackt, die andere Kuh ist in der Wand. Okay. Ich glaube, die Bude, wo du gebaut hast, ist etwas zu klein. So. Zu groß baue ich doch immer. Guck. Die sitzt hier draußen. Ich hab innen rein, hab ich die Kisten geparkt. Und die backt hier in der Wand. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Weil wir haben hier keinen Zaun. Die haut ab. Oh, guck mal, Kaffee kann geerntet werden. Hab ich doch schon geerntet. Ich hab grad noch mal geerntet. Und warum baust du eigentlich nichts an? Warum? Weil nicht die Jahreszeit dafür ist. Es gibt doch Saatgut, das du über die ganze Zeit übersetzen kannst. Ich glaube, jetzt das Kaffee, die Zwiebeln und die Sonnenblumen, die kannst du das ganze Jahr übersetzen. Ahnung. So. Deine Insel wurde zufällig, das ist das, was ich vorhin meinte, deine Insel wurde zufällig bei unserer letzten Lotterie ausgewählt, um insgesamt 200.000 Blütenblätter zu erhalten, die zufällig im Dorf verteilt werden. Im Dorf. Wir haben, ich weiß nicht, 4, 5 oder 6 Leute im Dorf. Wenn das aufs Dorf verteilt worden wäre und wir kriegen gerade mal 10 Blütenblätter, habe ich sogar nur gekriegt. Alter! Und die anderen, die reißen sich hier, keine Ahnung, 50.000 Blütenblätter unter Nagel. Ich muss was sagen. Hm? Ich liege gerade am Arsch der Kuh. Wenn du morgen aufwachst, hast du eine schöne Packung für dein Haar bekommen wahrscheinlich. Das Fest ist zu Ende, ja, ist ja schön. Ah, die goldene Kartoffel ist fertig. Oh, Gurken. Eine Gulke. Gurken. Jetzt sind die Kühe nicht mehr festgebackt, beide nicht mehr. Juhu. Oh, waren die jetzt automatisch wieder drin? Nein, ich hab sie reingetan. Wie das? Das stimmt nicht alles. Das kann ich nicht abbauen. Wo ist mein Name? Wo ist mein Hämmerli? Ich konnte das Schild eigentlich abbauen. Guck. Jetzt. Ich hab diesen Regionenschutz rausgemacht, endlich. Und wie hast du die jetzt hier reingekriegt? Ich habe das abgebaut, wo was im Weg war, und hab die da zum Beispiel angesprochen und habe sie reingeschubst. Ah, okay. Du kannst sie ja schubsen. Ich bin einfach durchgelaufen. Nee, du kannst sie schubsen. Ach cool, jetzt laufen die, geil. Ist aber, meinst du nicht, dass das trotzdem ein bisschen klein ist? Die arme Kuh, lass doch die Kuh in Ruhe. Kann ich mir den Zaun hier noch ein bisschen vergrößern? Du Kuhschub. Oh, ich. Wo ist mein Schmuh? Dankeschön. Hast du gehört? Hä? Ja, ich hab's gehört. Weil innen drin, das dürfte eigentlich genug bleiben. Okay, ich mach's ein bisschen größer. Ja, das hat ja noch Zeit. Nein, das muss jetzt sofort sein. Da kannst du mir jetzt auch mal sofort was zu essen machen. So. Achso, wegen Anpflanzen. Ich kann dir die Samen geben eben mal. Du sortierst das doch so gerne. Ich habe, glaube ich, die Samen schon ins Ding gelegt, aufs Regal, wo ich hatte. Ja, packst du einfach dazu. Mehrere verschiedene. Hä? Wie verschiedene? Ach so, ja, okay. Hier, guck. Zack. Ich habe auch nicht mehr viel Platz. Guck. Ich kann nichts mehr aufheben. Ich habe keinen Platz mehr. Ich bin voll mit Treppen. Und irgendwelchen Hausabgebautheiten, die ich jetzt... Warum nehme ich jetzt nicht mehr auf? Weil du vielleicht auch keinen Platz mehr hast? Doch. Klick doch drauf. Vielleicht, wahrscheinlich nimmst du die nicht mal auf, weil du so runtergeschmissen hast gerade. Was? Was zur Hölle?
Gibt's nicht mehr auf. Geht nicht. Warum? Weiß nicht. Ja, ich vermute mal ganz stark, weil du die gerade weggeschmissen hast. Ja, aber ich bin nicht voll. Warte. Ach, jetzt ist bei... Ja, ist ja gut. Jetzt. Mach die mal weg da. Dann press doch was. Also wenn ich jetzt mit rechts auf die Süßkartoffeln... Oh Gott, Leute, ernsthaft? Hä? Was? Falsche Dröge geholt. Och nö, du hast die Schweinedröge wahrscheinlich geholt, hä? Ja. Ach, Kacke. Ich gehe gleich in die Stadt und guck, vielleicht haben sie die Dröge da. Das ist so umsonst die ganze Kohle rausgeknüppelt. Ja, wieso? Wenn wir irgendwann Schweine haben, habe ich wenigstens mal die Dröge da. Wenn. Ach, guck mal, hier haben wir noch Kohl. Nehmen wir mal den Kohl da mit. Jetzt mal auf Deutsch. Pack den Kohl da mal rein. Also wenn ich mit rechts auf die Dinger draufklicke, kann ich es aufheben. Kannst du gar nicht aufheben, egal was ich gemacht habe. Sehr merkwürdig. So, ich bin mal eben in der Stadt ein bisschen was verkaufen. Jetzt habe ich irgendwie so ein gammeliges altes Feenhaus hier bei mir im Blickfeld. Ja, ich auch. Ach, herrlich. Also das Feenhaus ist für mich noch da. Ja, aber wenn du näher rangehst, ist es nicht mehr da. Ach ja, wie schön ist auch immer noch, wenn man so ein Fehlerchen dabei sich hat. Ja, das hast du im Singleplayer aber nicht, ne, den Fehler. Also ich jedenfalls hatte den nicht. Das hätte ich noch gewusst. So Leute, so sieht das Feenhaus von innen aus, wenn es scheiße aussehen soll. Ach, ich habe auch noch diese ganzen Baumaterialien einstecken. Oh, und den Boden, den hebe ich auf. Den Boden, den kann ich gut gebrauchen für unser eigenes Häuslein. Wo ist denn der Marktplatz? Auch Regale. Was ist das denn? Ach so, das ist dieser Zeppelin, für was auch immer das sein soll. Was du willst, Regale, kann ich dir welche mitbringen. Oh, ich habe Futterdrüge gefunden. 13, Alter, ich habe jetzt 6 Tische, wo ich verkaufe für 13.000. Ja, ich habe 2 Futterdrüge gekauft, warum ist das die richtige Sache? So, erstmal hier das ganze Gelumpe verscherbeln, diese kaputten Fenster und irgendwelche Gammeldächer, die wir nicht brauchen. Was haben wir denn sonst noch? Das da, dann haben wir hier irgendein Fenster, eine Ranch-Tür ist das. Mal gucken, ob wir die Blütenblätter verkaufen. Ach ja, die goldene Kartoffel. Alter, die bringt 2600! Die Kartoffel! Die einzelne Kartoffel! Endlich kann ich den Kühen was zum Futtern bieten. Alter, ich bin reich. Dann kaufe ich nicht mal Sprengklar. Ich bin fucking reich. Ja, lass mich doch erstmal den ganzen Scheiß verkaufen, den ich hier habe. Soll ich jetzt diese rosanen und weißen Steindinger verkaufen? Aufheben, da brauchen wir uns ein rosa Häuschen mit. Den Boden brauche ich, die Holzdinger brauche ich, das Fässchen brauche ich. Oh Gott, ich habe immer noch dieses bescheuerte Hasenhandy einstecken. Dann sprechen wir jemand an, wer sein Hasenhandy sieht. Ja, das habe ich schon seit Tagen einstecken. Oh, Sternengelee habe ich auch. Wird eigentlich die Samen, die ich will, liegen lassen, aufheben können? Ja, ich habe doch gesagt, mit rechts, wenn ich rechts draufklicke, kann ich alles aufheben. Ich verstehe nicht, warum das bei dir nicht funktioniert. Ach, guck mal, ich habe auch noch Gurken. Gurken. Mit Gua. Gurken. Ich habe auch noch. Du wolltest Regale, glaube ich, ne? Ja, ich würde sagen, weil ich fange jetzt so langsam an, mal den Kinder auszubauen, wa? Und Sprinkler. Sprinkler. Ein paar Regale. Ich hol erstmal 5 Stück. So, den Sprinkler. Wo kriegt man die denn? Kriegt man die hier? Leerer Trog, Pfeife, Hühnerfutter.
Hä? Oder gerade? Ich habe gerade gelauscht. Irgendwie poltert das hier schon wieder. Ich habe keine Ahnung, was sie da drüben treibt, ey. Also hier sind keine Sprinkler. Ich gucke mal bei der Aliza. Normalerweise sind die beim Links drin. Beim Live. Ah, hier, ich hab's. Kleiner, normaler, großer. Ich habe einen großen Sprinkler. Ich glaube, der macht 3 Reihen drumherum, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Juhu, wo muss ich lang hier? Feldarbeit ist deine Sache, nicht meine. Sprinkler, Sprinkler. Jetzt müssen wir endlich nicht immer gießen. Oh. Herrlich. So, ich pack den jetzt einfach mal hier irgendwo hin. Hui. Guck mal, hui. Und so schön nass. Yay. Also, eine Reihe. Zweite Reihe. Ups. Und dritte Reihe. So. Hab ich denn irgendetwas? Frühling, Sommer und Herbst. Frühling, Herbst und Winter. Nur im Frühling. Frühling und Sommer. So, ihr Lieben, wenn ihr euch fragt, was ich gerade tue, ich baue einen Keller. Ah, die gute Frau fängt mit dem Keller an. Gut, langsam Zeit. Also wenn das alles ist, ne, was der Sprinkler, wie der Sprinkler hier gießt, irgendwie alle paar Minuten mal so ein Popel zu bewässern, was ist das denn für ein Scheiß? Also der Gute sollte es schon schaffen, an einem Tag wirklich diese das hier zu bewässern, was auch draußen dran steht, dass er eigentlich bewässert. Guck dir das mal an. Okay. Was für ein Quatsch. Ich hoffe, der schafft das über den Tag hinweg. Ich hoffe es auch. So, was haben wir hier? Die Zwiebeln. Kaffee. Kaffee war, glaube ich, auch das ganze Jahr. Ja, zu allen Jahreszeiten. Und hier auch. Gut. Ja, Kaffee braucht man halt zu allen Jahreszeiten. Ja, ist wirklich so. Ich nicht. Ich trinke keinen Kaffee. Ich ab und zu mal. Gar nicht mehr. Ich sag ja, ab und zu mal. Muss es aber schon, ja, fast ein Wunder schon fast sein. Hast du noch ein paar Sonnenblümchen? Ja. Dann nein, setz die nein, mal. Nein. Nein? Hä? Nein. Wo sind die Sonnenblumen abgeblieben? Im Keller. Ah, ich sehe sie. Oh, ich Blindfisch. So, da kommt jetzt hier. Im Keller, ich kann ja nicht helfen. So. So, fertig. Also ich glaube, der schafft das heute nicht mehr, aber ich habe das auch, das Ding erst relativ spät ja gesetzt. Vielleicht schafft er das einen normalen Tag hinweg. Ich gieße jetzt einfach nochmal mit. Und dann bleibt zu hoffen, dass der... Ich hoffe es für den Springer, sonst ist es wirklich Arsch gewesen, durch den Kaufen. Ja, also wenn der dieses Feld nicht schafft, wäre das wirklich scheiße. Ich meine, hallo, entspringt der braucht doch keine Viertelstunde, um ein Feld irgendwie Wasser reinzusetzen. Also, eigentlich nicht, nein. Ich kenne mich mit sowas auch nicht aus, also habe ich keine Ahnung von. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das normal ist, dass das... Also ich kenne es, du stellst einen Sprinkler an und dann hat er innerhalb von 2 Minuten irgendwie das komplette Feld fertig, also... Ich kann das Angelschild auch gar nicht ins Regal stellen. Okay. Aber ja, klar, aber Hauptsache, ich kann die Bücherregale ins Regal stellen, ne? Das ist die Hauptsache. So.
Einmal Kohlen. Aber ich glaube, heute werde ich dann eh nicht mehr fertig in dem Keller. Nee, das wäre ein Wunder. Das ist auch heute die letzte Aufnahme jetzt, oder? Mir ist egal. 30 Minuten. Was? Ups. Ja, das jetzt weißt du, warum es immer, warum Gronkh nie die 20 Minuten bei Forrest und Co. einhalten kann. Egal, das schafft man. Wir haben schon halb 8, deswegen. Jupp. Ein paar Steine. Oh, goldene Gurken. Ein Fass. Außerdem möchte ich mal langsam wieder was essen. Ich bekomme langsam Hunger. Ich auch, mach da nichts raus. So, da haben wir ein bisschen Holz und ein paar Fackeln. Ein Fass. Eine Kaffeebohne, eine einzelne. Ja, den Käfer brauchen wir später auch noch für das Angeln. Das weiß ich noch. So. So. Da ist alles einsortiert. Jetzt habe ich nur noch dieses Angelding noch einstecken. Hi. Ja, Hunger. So, gegossen und bewässert haben wir alles. Auch meine Meinung. Wir sollten uns langsam mal... Es ist nicht nur der Realität spät, sondern auch im Spiel. Erst nochmal schnell vorbeirennen, die Tiere füttern. Und hier sind ja, dein Low-Dev hungert ja hier drin. Der kommt auch irgendwie gar nicht mal raus, ne? Nein. Kommt auch. Der versucht die ganze Zeit draußen an den Futterndapf zu kommen, glaube ich. Ja. Kann der denn hier raus? Komm. Komm, raus da. Vieh. Ja, jetzt. Hab mich gesehen und rennt weg. Nein, nicht wieder rein, nicht wieder rein. Ich wollte gerade... Ach komm, Mann. Blöde Katze. Weißt du was? Hier. So. Ist weg. Ich weiß, ich habe das Haus abgebaut. Katze jetzt? So, stimmt. So. Dämliches Vieh. Ohne Witz. Ja. Oh! So! Würde ich sagen, machen wir jetzt auch Feierabend. Wir haben jetzt schon 32 Minuten. Ja, da wird's Zeit. Ja. So, aber vorher stelle ich das Häuschen wieder hin. Und ich gehe ins Haus. Und er frisst. Ja, gut. Deine Lady hat ihm das Fressen weggefressen und jetzt hat Low hat halt jetzt Lady das Essen weggefressen. Naja, ist egal, hat's auch gefressen. So! Dann würde ich sagen, war es das für diese Aufnahme? Aufnahmesession würde ich auch sagen. Ja, für diese Aufnahmesession. Und ich weiß nicht, wann und bei was wir uns zu zweit dann halt beim nächsten Mal wieder finden. Vielleicht noch bei Minecraft. Oder vielleicht wieder in The Forest. Genau. Forest. Oh. Also. Also tschüss. Dann, wir sehen uns. Tschüss.